Moin Moin, hier ist euer Dr. Urbex. Ich begrüße euch heute aus einer alten Brauerei. Ja, die haben wir jetzt auf dem Rückweg von einem anderen Ort einfach so mitgenommen. Und ja, das Teil ist doch recht größer, als wir erwartet haben. Und der erste Eindruck, der ist schon richtig schön. Hier stehen noch die alten Kiste, zumindest einer davon. Und ja, den Rest, den ich gesehen habe, hier erwarten uns noch ein paar Maschinen und ja, viele weitere Details. Ne? Ich werde euch dann mal mitnehmen auf diese Reise. Nebenbei bemerkt, guck mal, ich stehe neben diesen großen, tiefen Löchern hier im Boden. Ich muss also schon ein bisschen aufpassen, wo ich hinlaufe. Und ja, ich zeige euch dann mal ein bisschen, was es hier so gibt. Viel Spaß. Guckt euch diese wunderbaren Maschinen an, die ihr jetzt gerade noch nicht seht, aber ich laufe jetzt vorbei. Guck mal hier, die alten Schaltschränke, die ganzen Hebel vom Strom, der ganze Hauptanschluss war hier wahrscheinlich drin. Richtig alt. Der ganze Starkstromanschluss hier. Und auch so noch die Maschinen hier stehen, alles am Verrosten. Richtig toll. Überall hat sich da Rost abgesetzt, hier nicht. Dann war wahrscheinlich Edelstahlschrauben. Richtig toll, also das mag ich. Hier muss man trotzdem auch mal aufpassen, wo man hinläuft. Oh ja, hier sind alte Maschinen. Ah, da muss ich erstmal hin. So, guck mal. Hier sieht man auch noch, dass hier mal früher wahrscheinlich hier Bänder drüber liefen, die irgendwas angetrieben haben. Was genau, das kann ich hier leider nicht mehr erkennen, weil ich denke mal, hier wurde auch schon viel abmontiert. Ja, wie gesagt, das war eine Brauerei. Ich weiß nicht genau, was man dafür. Was für Maschinen braucht. Ne? Ich meine, Bier wird in Kessel angebraut, ne? Aber da gibt es bestimmt noch irgendwelche Prozesse, die das Ganze antreiben. Super. Schaut einfach mal diese ganze Halle hier mit diesen alten Maschinen an. Ich zeige euch das natürlich gleich noch im Detail. Ja, klasse. Richtig klasse.
Ja, Leute, ihr seht es. Also hier ist schon das Dach runtergekommen. Wir müssen natürlich schon ein bisschen aufpassen, ne? Deswegen auch hier vom Boden her. Der Boden ist wohl aus Beton, da kann nicht viel passieren. Aber halt das Dach, ne? Also immer Augen nach oben und am besten auch gar nicht unter den beschädigten Stellen aufhalten. Aber richtig klasse hier mit der Natur. Gerade eben habt ihr das Labor gesehen, das befindet sich da in der Richtung. Die alten Fläschchen noch, nicht schlecht, nicht schlecht. Also hier gibt es noch einiges zu sehen, wohl auch im Keller noch und da geht es noch nach oben gleich. Also mal schauen, was uns hier noch erwartet. Aber wie gesagt, ein großer Teil leider eingestürzt. Hier. Seht mal hier die alten Türen, gerade eben die alten Fässer, die ich euch gezeigt habe. Oh, da sind noch mal Fässer drin, dann gehen wir einmal rein. So. Und das werden immer mehr Fässer. Immer mehr. Immer mehr. Ja, hier ist Ende. Ich sehe gerade selber nichts. Ich muss mal meine eigene Lampe rausholen. Die Videoleuchte blendet mich und dann kann ich nicht nach vorne gucken. Das wäre natürlich nicht so gut. Ne? So. Diese alte Tür, das sieht fast aus wie so Bunkertüren. Also wie ein Bunker. Und da sind nochmal wieder Fässer drin. Wahnsinn, alles voll. Ja, schaut mal, da in den Gang rein. Bis hinten durch Fässer. Nur Fässer, Fässer, Fässer. Ah, und hier ist mal die Kellertreppe. Ja, genau, die habe ich vorhin von oben gesehen. Ich zeige euch das mal. Uiuiuiui. Das ist alles eng. Das geht da richtig hoch. Das ist die Treppe, die ich vorhin gesehen habe. Also der Keller hat zwei Zugänge. Gehen wir mal hier weiter. Oh, hier ist auch schon was von der Decke gekommen. Und nochmal Fässer. Wahnsinn. Bis hinten hindurch. Leute, das machen wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal hier. Einmal den ganzen Gang hier mit den Fässern. Riesengroße, lange Reihen mit Bierfässer. Und es nimmt kein Ende. Und der ganze Keller ist voll davon. Der ganze Keller. Also ich kann nicht schätzen, wie viel Liter Bier hier gelagert wurde. Guck mal, vielleicht kann ich irgendwo finden, da im Fassungsvolumen von einem so einem Kessel. Aber es ist alles am Rosten. Ja, keine Ahnung. Pro Gang 1, 2, 3, 4, 5 Kessel. 20 Gänge, ich habe keine Ahnung. Also 100 Kessel Minimum. Ich schätze sogar eher mehr. Aber nirgendwo finde ich eine Angabe, wie viele Liter in diesen Kesseln sind. Man kann es
so schlecht schätzen. Ich wüsste nicht, wo ich hier anfangen sollte, zu schätzen, was in so einen Kessel reinpasst. Das sind Dimensionen, ne? Ja. Also Leute, richtig klasse. Der Keller, der hat mir schon mal gut gefallen. So, die Treppe gehen wir gleich auch nochmal hoch. Die alten Rohre. Und nochmal Kessel. Ganz viele Kessel, Kessel, Kessel. Und wieder Kessel. Wahnsinn. Ja, richtig toll hier. Hier ist diese große Abfüllmaschine, wo die, ja, die ganzen Flaschen auf dem Band liefen. Ne? Die wurden dann hier abgefüllt mit Bier und dann ging das dann weiter. Ja, die richtigen Verläufe kann ich hier nicht mehr erkennen, wo das hier war. Hier ist schon ziemlich viel gerostet, verrostet. Ja. Da sind dann die einzelnen Flaschen auf dem Förderband weitergelaufen in den Nebenraum. Das hatte ich euch vorhin auch gezeigt. Ist da noch so ein Bierkasten? Wo die Flaschen dann abgefüllt wurden, dann ging es nach draußen. Und da wurde es dann weiterverarbeitet. Ne? Da sind noch Lagerräume, aber ja, da war alles kaputt. Da haben die Nachbarn noch den ganzen Müll entsorgt, das zeige ich euch jetzt nicht. Ja, wie gesagt, die Maschine hier, ne? Richtig toll und groß. Hinter mir ist noch das Schaltpult. Hier ist so ein kleines Häuschen. Da ist noch ein Stuhl drin, da saß dann wahrscheinlich der nette Mann und hat dann, ja, das wird alles bedient. Ne? Dann hier ist noch so ein kleines Förderband. Da hängen noch Flaschen drauf.
auch richtig toll. Jetzt müsst ihr es erkennen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Flasche hier raus. Das ist dann die ursprüngliche Form dieser Flasche gewesen. Ne? Ich glaube, früher war diese Flaschenform recht normal. Heute nimmt das fast keiner mehr. Ja. Hier die große Maschine nochmal. Jetzt müssen wir schon wieder hier Richtung Ausgang begeben. Da waren noch zwei Treppen. Die gucken wir uns noch an, wo es da hier lang geht. Und dann sind wir hier fertig mit dem Bauen. Ne? Aber ihr seht, also ist schon richtig viel runtergekommen. Das ganze Dach liegt unten. Ja, wie immer sehr gefährlich. Ne? Aber bis jetzt sind wir noch lebend alle hier rausgekommen. Das würdet ihr auch das Video nie sehen. So, weiter geht's. Oh, hier muss ich mal wieder meine Taschenlampe nehmen, sonst sehe ich nichts von dem Weg, den ich laufen muss. Ja, hier gehen wir noch mal kurz rein. Oh, eine nicht so vertrauenswürdige Treppe, aber wir besteigen sie mal und gucken mal, wo wir hinkommen hier. Ah, alles schon sehr am Wackeln. Oh ja, hier sind noch ein paar alte Anlagen. Jetzt zeige ich euch auch mal im Schnelldurchlauf hier. Eine alte Rohre. Das ist alles Betonboden hier, also ist eigentlich relativ sicher. Da kann nichts passieren. Schaut mal. Ich dachte jetzt gerade schon, hier wachsen Bäume. Aber nee, das sind tatsächlich Stützen von dem Dach, damit das Dach nicht runterkommt. Ja. Das ist für mich dann aber auch ein Zeichen, hier oben abzubrechen und dann lieber wieder runterzugehen. Ja. Weil wenn das schon abgestürzt wird, das ist immer so ein bisschen unsicher. Also ich gehe lieber wieder runter. Ja. Bin ich wieder am Ursprungsort meiner Erkundung. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Das Video ist vorbei. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich fand das richtig toll hier. Wir waren leider ein bisschen Zeitdruck. Jetzt hätten wir uns noch intensiver angeschaut. Aber ich denke mal, wir haben so die wichtigsten Sachen auf jeden Fall gesehen. Ne? Ich fand es klasse. Ja, also hier ist nochmal der Raum mit dem großen Kessel. Und unten die ganzen Fässer, die gelagert haben. Und hier. Toll. Ja, war ein Erlebnis. Das war meine erste Brauerei, die ich so mal besuchen konnte. Also Lost Place Brauerei. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, das hat euch auch genauso viel Spaß gemacht. Lasst mal ein Like da, würde mich sehr freuen. Und mal ein paar Kommentare, wie es euch so gefallen hat. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao. Das ist immer so ein bisschen unsicher. Also ich gehe lieber wieder runter. Ja. Sag doch nicht ja in meinem Video. Das ist übrigens ein Gurkendieb da unten, ne? Nein, Gurkendieb, guck mal.